Hallo zusammen, wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet und zwar im Tango. Wir starten mit einem Tango-Grundschritt. 1, 2, 3, 4, 5. Aber jetzt am Ende bei 8 schließen wir nicht die Füße. 6, 7, 8. Geht der Herr vorwärts an der Dame vorbei, führt die Dame halt so, dass sie einen Schritt zurückgeht. Die Dame tanzt jetzt einen Ocho, das bedeutet, sie geht einen Schritt vor und dreht sich auf dem rechten Fuß. Der Herr geht dabei einen Schritt zurück und macht einen Unterschenkelschlenker mit dem rechten Bein. Anschließend geht die Dame 3 Schritte geradeaus, der Herr geht einen Schritt vor, dreht sich um und geht zurück. Für die Dame heißt es nun mit dem rechten Fuß einen Schritt rückwärts und dann macht sie einen Unterschenkelschlenker mit dem linken Bein. Der Herr tanzt einen Ocho, das heißt für ihn vorne auf den linken Fuß drauf, umdrehen und dann kommt der Abschluss mit Vorseitschließen hinterher. Zeigen wir nochmal. Wir starten mit dem Grundschritt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 geht der Herr an der Dame vorbei. Jetzt hat sie ihren Ocho, er seinen Schlenker, Schritt rum. 3 Schritte geradeaus für die Dame, der Herr dreht sich um. Jetzt hat sie ihren Unterschenkelschlenker und er seinen Ocho, Schritt rum und dann vor, Seite schließen. Einmal noch ohne Unterbrechung getanzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Schritt, sie dreht, 1, 2, 3, Schritt, er dreht, vor, Seite und ran. Es ist nicht schwer, probiert's aus, viel Spaß!